Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Blank Dream. Uns fehlen noch zwei Spiegel und dann holen wir uns jetzt mal den ersten davon. So, da ist jetzt eine Leiter jetzt, wo ich genauer schaue. Wow, das ist mal eine Leiter. Wow, okay. Das geht tief hinab. So. Aha, hier konnten wir den Mystery Key also anwenden. Und jetzt können wir hier durchlaufen. Und hier ist nochmal ein Teddy. Er starrt dich aus runden Augen an. Der Spiegel zeigt Yuzus Reflexion. Scheint sich nicht zu verändern, egal wie sehr Mishido hineinblickt. Okay, so, wartet mal. Genau, hier kann ich jetzt drüber speichern. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, damit wir alle drei finalen Enden erhalten. So. Dann gehen wir jetzt zu ihr. Holen sie ab. Mensch, das ist echt ein bisschen weiter Weg. Aber da kommen wir nicht drum herum, ne? So. Und hier entlang. Naja, so schlimm ist es gar nicht. Da ist sie. Ein weiterer meiner Spiegel? Das sind ja schon drei. Fühlt sich wie das Finale an. Führe mich direkt dorthin. Wenn wir zusammen gehen, machen wir diese Reiche keine Angst. So. Dann führen wir sie mal dorthin. War das jetzt rechts oder unten? Unten, ne? Direkt mal verlaufen. Ja, genau. Hier geht's weiter. Und dann hier rechts. Meine Güte, das ist hier immer ein Spießrutenlauf bis zu den Spiegeln. Und dann jetzt hier runter. Und dann speichere ich noch. Ja doch, ich speichere nochmal. Wartet mal. Ja doch, klar, ich kann jetzt speichern. Nee, wartet. Doch, jetzt kann ich nochmal speichern. Was für ein Chaos. Scheint ein bisschen anders zu sein als die anderen. So, die Atmosphäre und die Gegend. Diesen Ort hätte ich niemals selbst gefunden, selbst nach so vielen Jahren. Schau mal, lass uns nicht weiter schnacken. Ich bin einfach zu erledigt. Einfach rein. Los geht's. Stellen wir uns der Wahrheit oder was auch immer sich dort befindet. Falls ich hypothetischerweise bald sterben sollte, dann solltest du mich vergessen. Vor ein paar Tagen wurde die Leiche von Utsuro Hinohara im Mirror Lake gefunden. Wieso? Wieso hat Utsuro... Nein, es war nicht genug. Wir haben nicht genug Zeit miteinander verbracht. War Hanasaki in letzter Zeit schlechter gelaunt? Ich meine, sie hat sich mit Hinohara gut verstanden, also kann ich verstehen, dass sie depressiv wurde, aber... Es ist nicht diese Art von Niedergeschlagenheit, es ist eher... Die lokale Bücherei reicht nicht aus. Sie haben keine Bücher darüber. Ich brauche... Seancen... Oh nein, was macht sie denn da? Necromancy ist, glaube ich, Tote wiedererwecken. Das ist doch alles nicht glaubwürdig. Ich will nicht diesen faken Okkult-Schwachsinn. Yuzu, bist du zum Unterricht gegangen? Wenn ich das Tor auf diese Art öffne. Heute ist es ein Jahr her. Warte auf mich, Utsuro. Das letzte Jahr über habe ich viel gelernt. Und nun werde ich dich treffen. Oh mein Gott, was hat sie getan? Was hat das zu bedeuten? Ist sie gar nicht tot? Ist sie freiwillig in diese Welt hinübergewechselt durch schwarze Magie? Ich erinnere mich an alles, wie ich gestorben bin, mein Wunsch und alles. Natürlich gibt es so etwas wie schwarze Magie nicht. Ich muss wohl, on the brink nebenan, durchgedreht sein, ha? Huh? Oh, meine Güte, ich bin ziemlich erschöpft, all diese Erinnerungen, die zu mir zurückkehren. Nachdem ich mich ein bisschen weiter sortiert habe, werde ich dir meine Geschichte erzählen und meinen Wunsch, Mishido. Oh, wirst du weitergehen? Nimm mich mit, wenn du es tust. Ich habe das Gefühl, dass es dort oben etwas Wichtiges gibt. Also, dass es dort oben etwas für diese Welt sehr Wichtiges gibt, genau. Okay, da geht's also jetzt weiter. Ja, eigentlich könnten wir das jetzt machen, genau. Dann speichere ich jetzt auch gar nicht großartig, sondern wir gehen einfach durch, ohne den anderen Spiegel noch gesehen zu haben. Wir öffnen die große Tür.
Wer ist da? Da ist jemand. Du bist... Es gab einmal einen Maler. Er war als verrücktes Genie verkannt. Rinzo Usui. Hä? Sie kennen meinen Großvater? Warte, Mishido, es scheint... Vielleicht sieht sie uns gar nicht. Rinzo hatte eine Frau. Aber er hatte auch eine Beziehung mit einem Angestellten, mit einer Bediensteten. Mit seiner Frau hatte er ein Kind, Shinji. Und mit der Bediensteten hatte er ein Kind, Tamaki. Rinzo hatte zwei Kinder, geboren von verschiedenen Müttern. Hä? Tamaki war das illegitime, sagt man das so, Kind einer Affäre. Da aber Shinji keinerlei Interesse an Kunst zeigte, war Rinzos Liebe häufig auf Tamaki konzentriert, denn er war interessiert an den Künsten. Tamaki lernte viel über die Kunst von Rinzo und ihm wurde tiefste Liebe geschenkt. Erwachsen in den Schatten der Usui-Familie. Aber diese irregulären Tage konnten nicht lange andauern. Als Tamaki 12 wurde, erfuhr Rinzos Frau von seiner Existenz, von ihrer Existenz. Rinzo wurde von seiner Frau geschieden, aber gab Tamaki und ihrer Mutter die gleiche Liebe wie immer. Und so geschah keine Tragödie. Aber als Tamaki 18 wurde, da begann Rinzo einen unverzeihlichen Fehler. Wow! Oh mein Gott! Er hatte eine Liaison mit Tamaki, seiner eigenen Tochter, und schwängerte sie. Wow, das ist krass. Tamaki war tiefst verletzt und hatte Angst vor Rinzo. Und mit ihrer Mutter zusammen flohen sie. Aber das Kind, das sie trug, hatte nichts Falsches getan. Und deswegen entschloss sie sich, das Kind ihres Vaters zu gebären. So hatte Tamaki eine Tochter. Eine Tochter zwischen einem Elternteil und dem Kind. Tamaki dachte, sie würde kein normales, glückliches Leben führen können. Aber glücklicherweise, 2 Jahre später, heiratete sie. Sie hatte einen Sohn mit ihrem Ehemann. Und Tamaki begann, wieder auf die Beine zu kommen. Aber es gelang ihr niemals vollständig. Die mentalen Wunden, die Tamaki erlitten hatte, waren tiefer, als sie sich hätte vorstellen können. Als ihre nun erwachsene oder nun größere Tochter mit Rinzo... Was? Ach so, als ihre jetzt, also die aus der Liaison mit Rinzo hervorgegangene Tochter nun begann, Kunst zu belegen in der Schule, da öffneten sich die alten Wunden wieder von Tamaki. Es kamen Flashbacks von Rinzo und von der Angst, die sie vor ihm hatte. Tamaki gab sich Mühe, ihrer Tochter Liebe zu zeigen. Und sie musste sich sehr bemühen, nicht die negativen Emotionen hochkommen zu lassen. Unter diesem Gewicht zerbrach Tamakis Bewusstsein oder ihr Geist. Und eines Tages tötete Tamaki ihre Tochter. Tamaki zerfiel. Sie spürte nicht nur Hass gegenüber Rinzo, sondern gegenüber allen Usuis. Da sie nicht in der Lage war, irgendworin noch Hoffnung zu erkennen, verfiel sie der Verzweiflung. Ein paar Jahre später starb Rinzo aus natürlichen Gründen und sie hatte das Recht auf sein Erbe, aber sie weigerte sich, es anzunehmen. Sie überließ es nicht einmal ihrem ältesten Sohn, dem ältesten Sohn Shinji. Dann letztendlich fand Tamaki, die ihr Leben gelebt hatte, obwohl sie lange Zeit zerbrochen schon war. Ja, dann war sie gestorben. Ach nee, sie war nicht gestorben. Sie war anscheinend völlig fertig, als sie erfuhr, dass der Sohn, oh mein Gott, das ist aber auch kompliziert, dass der Sohn, den sie zusammen mit ihrem Ehemann hatte, also der normale Sohn sozusagen, sich anfreundete mit Shinjis Tochter. Du meinst, Tamaki versuchte, Shinjis Tochter zu töten. Der Usui, der es wagte, sich ihrem puren Sohn anzunähern.
Aber als sie wie verrückt die Straße hinabfuhr, um sie zu töten, da überfuhr sie aus Versehen ihren eigenen Sohn. Aha. Tamaki wurde klar, dass das Ende war. Deswegen nahm sie sich ihr eigenes Leben, um der Verzweiflung zu entkommen. Unmöglich, das ist ja total verrückt. Die Seele dieser Frau ist nun an diesen Ort gebunden. Anders als die anderen Seelen zwingt die Welt, sie hier zu bleiben. Tamakis Seele ist nun gebunden im Tode, sodass sie nicht fliehen kann, sondern sich den Fakten stellen muss. Das ist ganz sicher meine Strafe. Ich bin jetzt eine Weile... Ich habe jetzt eine Weile berichtet. Ich kann euch weder sehen noch hören, aber ich weiß, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber geht jetzt. Lass uns gehen, Michido. Wir sollten hier nicht länger bleiben. Also ist Michido quasi... Ja, dieses Kind der Mutter und des Vaters, das ist echt mega krass. Also nicht der Mutter und des Großvaters und der Mutter. Ich bin ganz verwirrt. Also sie ist auf jeden Fall ein... Ja. Sollten wir an den üblichen Ort zurückkehren? Mit Tamakis Geschichte ist mir etwas klar geworden. Oder durch Tamakis Geschichte. Es hat eigentlich mehr über Michido erzählt, als jetzt über Yuzu. Yuzu zuhören. Okay, lass uns beginnen. Hä? Was ist jetzt los? Zunächst Michido. Ich glaube, du kannst die große Tür hier öffnen. Du hast doch bereits eine, ähnliche Tür geöffnet, richtig? Ich könnte wetten, dass du die auch öffnen kannst, wenn du es versuchst. Aber zuvor hör mir... Wer ist das? Geh. Hör auf, dich einzumischen. Gib mir meine Welt zurück. Vorsicht! Yuzu, wieso? Yuzu... Das funktioniert schon. Hör mir nur zu. Ich bin Yuzu Hanasaki, eine Mittelschülerin, die mit 15 Jahren Selbstmord begangen hat, am Mirror Lake. Der Grund, warum ich mich selbst tötete, war, um es direkt zu sagen, um ein Mädchen zu treffen, das ich liebte. Jemand hatte sie am Mirror Lake umgebracht. Das machte mich extrem traurig. Also habe ich all diese Bücher über schwarze Magie gelesen. Und ich habe mich selbst getötet, um in die Nachwelt zu gelangen. Um am gleichen Ort zu sterben, exakt ein Jahr später. Da stand, das würde funktionieren. Geht es dir gut mit dieser Wunde? Mach dir keine Sorgen um mich. Das ist jetzt auch egal. Hä? Ich glaube, das hier ist eine andere Nachwelt als die, die im Buch beschrieben war. Aber schließlich und endlich bin ich in diese Welt gekommen. Aber... Ich glaube, es gab hier etwas für mich zu finden. Dieses Mädchen, sie sagte immer, sie war jemand, der niemals hätte existieren dürfen. Das fand ich immer seltsam und fragte mich, wieso sie das sagte. Aber nun habe ich es herausgefunden. Sie wurde geboren zwischen einem Mädchen und ihrem eigenen Vater. Zwischen Tamaki Hinohara und Rinso Usui. Ihre Geburt selbst war ein Tabu gewesen. Nicht wahr, Otsuru? Yuzu, verlass diese Welt. Kann sie etwa nicht so sprechen, wie sie möchte? Das braucht sie nicht, ich weiß es. Denn ich habe Utsuru immer gekannt. Danke, Michido. Dank dir war es mir möglich, meine Erinnerung zurückzuerlangen und meinen Wunsch. Und ich habe etwas erfahren über Utsurus Geburt und Tod. Mein Wunsch war es, Utsuru noch ein letztes Mal zu treffen. Es ist wahr geworden, endlich. Oh mein Gott, dein Körper. Yuzu. Ich habe getan, was ich in dieser Welt tun musste, daher bin ich zufrieden. Ich habe das Gefühl, als hätte es sehr lange gedauert. Aber Utsuru war hier noch bevor ich hier war. Ich weiß nicht, was für einen Wunsch du hattest, Utsuru. Aber wenn ich an deine Geburt und deinen Tod denke... bin ich mir sicher, dass es nichts Einfaches war, nichts Simples. Ich hoffe, es wird wahr werden. Und ich bin froh, dass, selbst wenn du nun so ausschaust, du mich trotzdem erkennst. Tut mir leid, dass ich in deiner Vergangenheit rumgewühlt habe. Oh! Sie war sehr viel länger als wir hier. Und endlich wurde ihr Wunsch erfüllt.
Das muss befriedigend sein, schätze ich. Ihr Wunsch. Und mein Wunsch. Ah, warte! Utsuru, nicht wahr? Ist sie eine Seele wie ich, frage ich mich? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie eine starke Verbindung zu dieser Welt hat. Vielleicht liegt die Antwort hinter dieser Tür. Ich bin jetzt verwirrt. Ich dachte, aber ist Susuru denn nicht Mishido? Das war doch genau die Szene, die wir hatten. Dass sich der Junge dann dahingeschmissen hat, um sie zu retten vor dem Auto. Vielleicht erfahren wir das ja auch. Ich glaube, wir müssen jetzt... Wartet. Also ich speichere hier nochmal drüber. Und jetzt gehe ich mal da rein und dann gucken wir mal, ob sich hier jetzt was verändert hat am Ende. Und dann müssen wir das Ganze nochmal machen mit... wie heißt er? Ryo... Ach, jetzt kommt er mit. Hä? Hey, Ayato, wieso bist du hier? Weil diese Seele notwendig ist, um deinen Wunsch zu erfüllen. Ich guck mal, ob das jetzt so ähnlich ist. Ist es dir gelungen, alle Spiegel zu zerstören? Dein Wunsch wird bald wahr werden. Diese Mirror World dreht sich um dich? Genau, es wünschte sich einst ein Mädchen am Mirror Lake, sie hätte niemals existiert. Sie hat diese Mirror World kreiert und andere Seelen wurden hineingezogen. Aber sie war nicht in der Lage, diesen Wunsch zu erfüllen, weil sie vorher zerbrach. Sie verlor alles und wanderte durch diese Welt. Diese Welt existiert aber weiter und Seelen, die in der Nähe des Sees sterben, und starke Wünsche haben, werden hier hineingesogen. Was, dieses Mädchen? Utsuro Hinohara. Ja, sie wandert selbst jetzt noch durch diese Welt. Es scheint, Yuzu hat eine Veränderung hervorgerufen, aber trotzdem, es ist noch ein langer Weg, bis sie ihre Erinnerung zurückerlangen kann. Utsuro Hinohara. Schwester. Ach so, die Schwester war das. Ach so. Hä? Ey, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Viele Jahre später warf sich ein weiteres Mädchen in den See. Sie hatte den gleichen Wunsch wie die Schöpferin dieser Welt. Ach so, genau, das ist ja Mishido, das hatten wir ja. Genau, sie wurde sozusagen die neue Herrscherin. Ich wurde zur Herrscherin dieser Welt? Genau, die ursprüngliche Schöpferin ist aber neidisch und hat sich ihr mehrfach in den Weg gestellt. Und trotzdem ist es uns gelungen, alle Spiegel zu zerstören, ohne sehr lange dafür zu brauchen. Das haben wir alles gemacht, aber noch ist es nicht vorbei. Genau, die Seele dieses Jungen ist notwendig, damit du dein Leben auslöschen kannst, weil er einfach zu wichtig für dich ist. Okay, blablabla. Deswegen müssen wir ihn töten. Du willst mir ja wohl nicht sagen, dass ich Ayato töten muss. Okay. Es dauert ja nur einen Moment. Du erinnerst mich an meine Schwester. Selbst als eine Seele hast du ihren gleichen Wunsch. Wenn du mich tötest, wirst du befreit sein vom Schmerz. Und direkt nach dem Tod wird dein Konflikt enden. Es ist deine Welt. Du kannst entscheiden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe viele Hindernisse überwunden. Ich habe auf meine Vergangenheit geblickt und sie gelöscht. Aber ist es wirklich in Ordnung, dafür zu sorgen, dass ich niemals existierte? Wenn ich zurückdenke, war es ein langweiliges Leben, aber nicht gänzlich frei von Freude. Aber wenn du mich fragen würdest, ob ich das gleiche Leben noch einmal leben will, dann würde ich mich weigern, ohne Zweifel. Ehrlich gesagt, habe ich es sogar gehasst. Ich wünschte, mein Leben hätte niemals existiert. Aber als ich Yuzu und Usuru sah, da dachte ich, wenn Usurus Leben niemals existiert hätte, was wäre dann aus Yuzus Gefühlen geworden? Sie hat sich verzweifelt der schwarzen Magie zugewandt, sich selbst getötet und wanderte jahrelang durch diese Welt. Nur um letztlich zu erkennen, dass es ihr Wunsch war, sie wiederzutreffen. Was würde dann daraus werden? Ich wünsche mir das gleiche wie Usuru und... Was muss ich denn jetzt sagen? Was ist denn jetzt das Richtige? Ich...
Erfülle meinen Wunsch nicht. Ich werde es nicht tun. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Für jeden Spiegel, den ich zerstörte, werde ich verschwinden aus dem Leben der Menschen, die ich kannte. Und ich werde auch aus der Ayatos-Welt verschwinden. Aber wofür ist Ayato dann gestorben? Wozu ist Tamaki auf das Gaspedal getreten? Wenn es nur um mich ginge, dann okay. Aber die Gefühle der Menschen, die mich umgeben, zu kontrollieren, dazu habe ich kein Recht. Das ist nicht mehr mein Wunsch. Bist du dir da sicher? Was auch immer du denkst, was auch immer du weißt, es wird nichts verändern. Willst du deinen Wunsch trotzdem aufgeben? Ja. Verstehe. Ich, die Spiegelwelt, akzeptiere, dass du deinen Wunsch aufgibst. Dein Grund, hier zu sein, endet an dieser Stelle. Hä? Die Welt, diese Welt kann verschwinden, sobald der Wunsch des Herrschers erfüllt ist. Oder er die Welt mit einem klaren Ziel verlässt. Sie wird nicht wieder im Nichts zurückbleiben, wie zuvor. Also werden alle hier verschwinden? Außer du, Mishido. Um auf den Punkt zu kommen, du bist noch nicht tot. Hä? Deine Seele hat deinen Körper verlassen, klar. Aber dein Körper ist noch gar nicht tot. Du hast dich ertränkt. Aber jemand, der vorbeikam, fand dich. Sie haben sofort den Krankenwagen gerufen. Und auch wenn du nicht bei Bewusstsein warst, wurdest du gerettet. Es ist dir also gar nicht gelungen, dich umzubringen. Mishido, wenn deine Seele diese Welt verlässt, wird sie gezwungen, zurückzukehren in deinen Körper. Aber was du in dieser Welt getan hast, wird nicht einfach ausgelöscht werden. Ah, die Erinnerungen, die du ausgelöscht hast, indem du die Spiegel zerstörtest, die werden nicht zurückkehren, wenn du wieder lebst. Du hast deinen Wunsch letztendlich nicht erfüllt, also ist die eigentliche Vergangenheit nicht verschwunden, nur deine Erinnerungen. Vielleicht wirst du dich erinnern, dass du ein wenig mit mir gesprochen hast, aber zum Beispiel unser Treffen am See. Bist du immer noch bereit, diesen Ort zu verlassen? Kannst du in einer Welt leben, in der du schon einmal nicht mehr leben wolltest? Ich werde leben, weil ich noch nicht tot bin. Ich möchte nicht einfach das Leben, das du beschützt hast, wegwerfen, Ayato. Und wenn ich den Wunsch, den ich von Utsuru vererbt bekommen habe, ablege, glaube ich, dass das Yuzus Gefühle ehren wird. Verstehe. Das beruhigt mich. Ich kann den Wunsch meiner Schwester wirklich nicht nachvollziehen, aber du hast die Wahl für sie getroffen. Es mag sich seltsam anhören, aber ich möchte, dass du das Leben meiner Schwester lebst, also das, was sie nicht mehr leben konnte. Ich möchte, dass du beweist, dass diesen Wunsch aufzugeben das Richtige war. Ich werde mein Bestes geben. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wünschte, mein Leben hätte niemals existiert. Was auch immer der Grund dafür ist, es ist kein glücklicher Wunsch. Und dir ist das klar geworden. Das ist was Großartiges. Und das meine ich auch so. Du bist wieder auf die Beine gekommen, statt in die Dunkelheit zu fallen. Naja, das macht mich glücklicher als alles andere. Naja, ich werde mich schon mal zurückziehen. Ich guck mir mal an, wie das so im Himmel ist. Ich bin mir sicher, dort wirst du hinkommen, Ryotaro. Ach, 7 Jahre und es endet so. Ach so, 7 Jahre und es endet so. Naja, solange der Herrscher zufrieden ist. Wird auch Utsuru in den Himmel kommen? Na, ich bin mir nicht sicher, ob Himmel oder Hölle, aber auf jeden Fall wird sie frei sein, befreit von dieser Welt. Das ist gut. Ich sage Herrscherin, aber du bist eigentlich eher sowas wie eine Aufständische. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie viel ich vergessen werde. Aber meine Zeit in dieser Welt werde ich nicht verlieren. Und ich werde niemals wünschen, dass die Ereignisse, die vor mir liegen, ausgelöscht werden. Es ist an der Zeit zu gehen. Boah, das war jetzt echt alles voll crazy und ein bisschen verrückt. Und ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit den Verwandtschaftsbeziehungen. Danach bin ich wieder zu mir gekommen in einem Krankenhausbett. Scheinbar war ich tatsächlich gerettet worden und meine Seele war sicher aus der Spiegelwelt zurückgekehrt.
Da war eine Frau, die ich nicht kannte, neben mir. Bushido, du bist wach! Wer bist du? Mein Gehirn litt unter Amnesie und ich konnte mich an viele vergangene Geschehnisse nicht erinnern. Und ich konnte auch meine angebliche Mutter nicht mehr erkennen. Ich spürte nur ein leichtes Unwohlsein gegenüber meiner Mutter. Genau wie der verzweifelte Gesichtsausdruck, den diese Frau zeigte, als ich neben ihr aufwachte und sie das hörte. Ich erinnerte mich daran, dass Ayato jemand Wichtiges für mich war, aber ich hatte keine konkreten Erinnerungen an ihn. Aber ich erinnerte mich daran, dass wir in der Mirror World miteinander gesprochen hatten und alleine daher rührte eine gewisse Wärme in meinem Herzen. Und ich konnte mich auch klar an Yuzu und Ryotaro erinnern. Vermutlich hatte ich sie nur in der Mirror World kennengelernt oder getroffen. Mishido Usui, nicht wahr? Hallo, ich bin Seiichi Hinohara. Ein paar Tage später verließ ich das Krankenhaus und ein Mann kam mich besuchen. Sein Nachname kam mir bekannt vor. Könnten Sie Ayatos? Ja, danke, dass du dich so gut mit Ayato verstanden hast. Seiichi Hinohara war Ayatos Vater. Das bedeutet, er war derjenige, der Tamaki geheiratet hatte. Und er war der Vater, mit dem Utsuru aufgewachsen war. Mach dir keine allzu großen Sorgen um deine Mutter. Als die Frau, die sich selbst meine Mutter nannte, erfuhr, dass ich keine Erinnerungen an sie hatte, verschwand sie. Ich konnte auch gar nicht empfinden, dass sie meine wahre Mutter wäre und deswegen hat mir das ehrlich gesagt auch nichts ausgemacht. Es wäre eine lange Geschichte, aber ich hatte eine Frau und zwei Kinder, aber nun ist niemand mehr übrig, alle sind verstorben. Und auch du bist wieder allein. Weißt du, wo du nun leben willst? Nein. Ich glaube, sich aufnehmen zu lassen halt, also einen Vormund zu bezahlen, scheint unmöglich. Also denke ich, dass ich an der Schule, also die Schule schmeißen muss und arbeiten gehen muss. Ach so, ich glaube, sie meint sowas wie ein Stipendium. Verstehe. Mishido, würdest du zulassen, dass ich dich adoptiere? Hä? Wir sind beide erschöpfte Seelen, die alles verloren haben. Du hast dich gut verstanden mit Ayato, also sind wir nicht vollständige Fremde. Und du erinnerst mich ein wenig an meine Tochter, aber vielleicht ist das auch nur Wunschdenken. Möchtest du mal darüber nachdenken? Und so begann ich ein neues Leben als Mishido Hinohara. Ich gehe erste Schritte im gleichen Haus, in dem einst Ayato und Utsuru lebten. Es war eine komische Chance, aber Seiichi war eine wirklich sehr liebenswerte Person. Er fängt wieder mit der Kunst an und hat mir zwischendurch einiges beigebracht. Ich träume davon, die Welt zu sehen, wie es Ayato tat und versuche, die Tage aufzuholen, die ich verloren habe. Wieder einmal ließ ich meinem Pinsel freien Lauf. Aha. Voll verwirrend. Ich bin leider ein bisschen verwirrt. Ah, diesmal kriegen wir auch Credits. Okay, ich würde mich voll freuen, wenn jemand das nochmal irgendwie verständlich zusammenfassen kann in den Kommentaren. Also, mich hat das gerade ein bisschen geflasht. Sekunde nochmal. Utsuru ist... Okay, Utsuru und Ayato waren also Geschwister. Aber Utsuru war das illegitime Kind, ne? Also das quasi von Vater und Tochter. Genau. Und sie wächst jetzt auf bei dem Mann, der dann Tamaki geheiratet hat, also die Mutter von Utsuru und Ayato. Und also, ja.
Okay. Ah, verstehe. Okay, dann verstehe ich jetzt auch, warum ich Tsuru im Gespräch mit Yuzu, oh mein Gott, das ist so verwirrend, gesagt hat, dass sie eigentlich niemals hätte leben dürfen. Ja, ich verstehe. Also wusste sie das, ja. Ich habe nur irgendwie an der einen Stelle dann nicht verstanden, wer hat sich eingelassen mit dem anderen, mit Shinji? Ach so, warte, nein. Ja, doch. Doch, das war doch so, ne? Als der Autounfall war, hat sich nämlich Ayato, der ja rein war, aus Sicht von Tamaki, nämlich eingelassen mit Mishida. Und sie ist ja die legitime Tochter von Shinji. Und Shinji ist ja der legitime Sohn von dem Künstler. Oh mein Gott, ich hätte gern mal so eine Übersichtstafel davon. Okay, aber ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen geraffelt. Dann bin ich auch mal gespannt, was der andere Weg bringen wird. Aber dann Mobius Strip. Eines Tages könnte sich die Geschichte wiederholen. Gut, dann werden wir als nächstes uns Ending 3 holen. Und dann noch das Mega-Ende. Genau. Und dann würde ich sagen, werden wir wahrscheinlich noch zwei Parts haben, weil wie ihr seht, hat das hier schon 30 Minuten gedauert. Voll krass. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Blank Dream wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.